Diese Trikots wird es im kommenden Jahr so nicht mehr geben. Denn aus dem TSV Unterhaching wird der TSV Haching München. Ein Zusammenschluss von Unterhaching und 60 München. Sie wollen gemeinsam Volleyball-Spitzensport in und um München erfolgreich machen. Wir möchten zusammen mit den 60er Schritt für Schritt wieder das erreichen, was vielleicht früher Generali Haching erreicht hat, was auch die 60er mit Stelian Moculescu vor 40 Jahren erreicht hat. Also gesagt, wir haben jetzt 2-3 Jahre Zeit, die Strukturen zu befestigen und uns, wie gesagt, Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Wenn man so will, ist Volleyball comes home. Ja? Wir waren ja früher mal mit 60 Meister und Pokalsieger und dann ist eine große Pause gewesen und jetzt bin ich froh, dass mein Freund Mihai diese Geschichte wieder aufnimmt. Denn seit 1989 gibt es keine Volleyballabteilung mehr bei den Löwen. Letztlich sind wir ja als TSV 1860 einfach offen für jede Sportart. Wir haben schon ein sehr, sehr breites Repertoire. Wir haben jetzt über 50 verschiedene Sportarten und sind natürlich auch immer daran interessiert, das einfach noch weiter auszubauen. Und natürlich gerne auch irgendwie im Leistungssport. Auch wenn jetzt alles in der Gesellschaft sehr, sehr schnell passiert, ein bisschen Zeit haben wir. Ja, auch kommende Saison wird keine Mannschaft absteigen. Wir haben eine sehr junge, unerfahrene Mannschaft. Aber ich sage, wir denken so mittelfristig und wir hoffen eigentlich auch, eigentlich wie schnell wie möglich, dass wir höher in der Liga spielen können. Am 10. Oktober ist für den TSV Haching München der Auftakt in der neuen Bundesliga-Saison. Das Ziel: Volleyball in München wieder so erfolgreich machen wie zu besten Zeiten.